Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in diesem Untergrundflughafen unterwegs und haben uns da diese Biohazard-Karte geholt. Das ist genau die silberne Karte, die wir hier vorne bei der Trainingsanlage brauchen. Und da würde ich einfach mal sagen, ja, machen wir mal weiter. Dann können wir nämlich diese beiden Türen da entriegeln. Und ich glaube, in der Residenz selber können wir da auch noch was machen, oder? Ui, Cutscene! Oh nein! Was ist das hier? Ach du Heilige. Ich kenne diesen Wurm. Der Wurm ist sehr eklig, Freunde. Oh Gott. Können wir nicht hier weg? Ein Bossfight? Okay. Weg hier, ey. Ich hab da keine Munition für. Nicht für so ein Vieh. Oh Gott. Puh. Das ist der Wurm, Freunde, aus dem Resident Evil 3. Dieser Wurm. Die Lüftung des Raums ist nicht bedient. Öffnung. Ah, toll. Na gut. Alles klar. Silberner Kartenleser. Der Rollladen ist geschlossen. Ja, benutzen. Alles klar. Das heißt, wir können hier rein. Wie gesagt, Freunde, diesen Wurm, den kennen wir ja noch. Ne, das ist ja, wie gesagt, den hatten wir ja. Okay. Den hatten wir bei Resi 3 gesehen, wollte ich sagen. Gut, jetzt haben wir hier halt hinter uns zu. Höchst interessant, Freunde. Kriegen wir direkt einen Boss serviert hier. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt hier wieder gelandet? Ach, dahinter. In diesem großen Bereich. Alles klar. Ach nee. Nicht der blöde Alfred wieder. Alles klar, Kollege. Was ist? Was? Muss ich den kaputt machen oder was? Was ist los? Okay. Boah, was? Was ist denn das? Ah! In dem indigo-blauen Schild ist eine Höhlung. Ja, alles klar. Die gleiche Höhlung hatten wir auch im Gefängnis. Meine Güte, Alfred, was ist los mit dir? Du bist total crazy hier. Ja gut, aber hier ist, glaube ich, sogar nichts mehr, oder? Ah, doch, hier. Ah, da geht's rein. Da geht's runter. Hm. Ich gehe erstmal hier runter. Ich muss Alfred folgen, verdammt. Aua! Ich habe keine Heilung dabei, das ist ja das Blöde hier. Ich habe keine Heilung. Oh Mann, Freunde, das kann was werden. So, können wir wenigstens hier rein? Anderen Seite verschlossen. Verdammt. Wir müssen tatsächlich dem verrückten Typ hinterher. Oh Mann. Es ist ja wieder ein Herzschlag. Warum ist hier ein Herzschlag? Ah ja. Ah ja. Na gut. Das ist offen, okay. Silberner Kartenleser. Da liegt Munition, das ist sehr gut. Dankeschön. Brauch ich unbedingt. 30 Schuss mal eben. So, und dann... Was ist ein... Getränkautomat? Da gibt's nichts. Zwei Türen. Neues Gebiet hier. Ein großer und ein kleiner Raum. Ich gehe erstmal in den kleinen Raum. Ich hoffe ja, dass das ein Safe-Raum ist, Leute. Bitte. Gib mir einen Safe-Raum. Seid nicht so geizig. Ja, Gott sei Dank. Wir haben einen Safe-Raum gefunden. Ah, wunderbar. Arbeitskleidung hängt hier. Die Leute haben hier wohl ihre Pausen verbracht.
ein Pausenraum, also. Och, schön viele Items, Freunde. Och ja, das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. Grünes Kraut. Wunderbar. Können Sie den Spielstand speichern? Ja, mach mal, speicher mal. Ich glaube, wir haben sehr viel erlebt. Ja, speichern ist wieder... Was? Speicherplatz? Was? Keine Ahnung. Dann nutze ich halt die Quick-Saves. Na doch, jetzt. Okay. Da haben wir es doch. Claire 04. Der Ruheraum. Ein klassischer Raum für Resident Evil-Verhältnisse. Nein. Ah, wunderbar. Farbbänder. So. Das heißt, da liegt noch ein Item. Ah. Blutstillmittel. Für den Typen, den wir da im Gefängnis hatten. Das heißt, ihr müsst tatsächlich da nochmal zurück. Alles klar, Freunde. Benutzen. Gut. Alles klar. Ah, sehr schön, Freunde. Das heißt, wir haben hier echt Fortschritt ohne Ende. Eigentlich. Sehr gut. Ach, diese Musik hier ist so entspannend. Tausch das bitte aus. So, das Blutstillmittel lasse ich erstmal drin. Aber die Farbbänder können raus. Der Rest passt, würde ich sagen. Sehr schön. Guck mal da oben die Lüftung. So, Kombi. Gut. Vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr netten Safe-Raum. Wunderbar. Was ist das? Hier steht der Arbeitsplan für diese Woche. Für diese Woche? Ah, krass. Okay. Gut. Heißt aber auch, ja, wir müssen irgendwie noch dieses indigo-blaue... Ah! Playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Boah, dieser Typ, ey. Ist einfach creepy. Der ist einfach creepy. Alter Schwede, ja, was ist jetzt hier gebacken? Warum lässt du mich nicht raus? Geh rein, los. Ich hasse diesen Typ. Alfred, du bist einfach krank. Gut, vor allem seine Lache, die macht mir irgendwie Angst. Aber gut, Freunde, warum dauert diese jetzt so lange? Die Geschwindigkeit ist aber normal. Was kommt hier? Nichts. Hier kommt einfach nichts. Na gut. Oh, was ist das? Zwei Maschinenpistolen. Sie sind nicht geladen. Ja, nimm mit. Nimm mit, Maschinengewehre nehmen wir immer gerne. Munition für Maschinenpistolen. Da unten liegt die Muni also dafür. Och, Leute! Was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist denn das jetzt schon wieder? Kann man hier mit der Armbrust was machen? Oh, ist das eklig, das Ding. Alter Schwede! Ey, was machst du mit mir? Hör auf! Alter. Gelb. Alles klar, vielleicht... einfach hier runterlaufen. Aua! Okay, geh runter. Uff, Gott.
Ich brauche diese Muni. Ich brauche diese Muni wahrscheinlich. Alter! Wo ist die Muni? Geh hier raus. Die Tür ist abgeschlossen. Aua. Orange. Ich kann da nichts machen mit. Orange. Kann ich gerade echt nichts machen, Leute. Alter, was ist das für ein ekliges Ding? Hey, da sind wir vorbeigekommen, okay. Wow. Das heißt aber da hinten. Wie jetzt? Haben wir es erledigt? Wir haben es platt gemacht. Mit einer Armbrust. Ja, wir spielen gerade Elfwitz Spielchen, ne? Alles klar. Boah, war das eklig. Das hat mich irgendwie an so einen Mr. X erinnert. Widerlich, ey. Ach, Alfred. Krankes Spiel, was du hier mit uns spielst. Aber hey, wir haben es geschafft. Da kommt noch eins. Scheiße. Hörst du auf? Yo, alles klar. Claire, your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay, okay. Freunde, alles klar. Wir haben jetzt die Gold-Luger gekriegt. Dafür waren also die Maschinenpistolen. frage mich jetzt allerdings, wo hat der Typ die Muni dafür her? Ja, gut. Okay. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Das war cool. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Das war aber trotzdem eine coole Szene. Muss ich sagen. Langsam wird Steve sympathischer. Aber der Alfred, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, let's do it! Wait here, Claire. Time to test out my new toy. Was geht hier ab, Freunde? Gucken wir einfach mal. Bin ich mal gespannt.
Ui! Oh, geil! Wir spielen Steve? Alter Schwede. Wir spielen Steve? Wie geil! Der kann sogar auf zwei Zombies gleichzeitig schießen. Ja, okay. So. Wir spielen Steve! Wie cool ist das denn? Was auch immer. Hä? Wie geil. Wir spielen Steve. Steve Burnside. Größe 1,73. Nicht schlecht auf jeden Fall. Rockford Prisoner 267 Criminal. Alles klar. Er ist also ein Gefangener. Frage ist, wo sind wir hier? Militärtrainingsanlage. Alles klar, wir spielen Steve, Freunde. Oh mein Gott. Ist das das, was ich da... Das ist nicht für die... Okay. Liegen aber auf jeden Fall Granaten rum. Die nehmen wir dann mit Claire dann, hoffentlich. Alles klar, Freunde. Da liegen wieder Zombies rum. Gut, dann geh runter. Och, oh nein! Alter. Ja, kotz mich nur an. Kotz mich nur an! Moment, da sind, wartet mal, da sind doch... Ah, verdammt, ich wollte jetzt... Ich wollte eigentlich das nicht... Ich wollte jetzt eigentlich diese Fässer da benutzen. Aber okay. Ja, jetzt ist zu spät. So. Puh. Genau. Was ist das hier? Ein Warnhinweis zu diesem Gerät. Okay. Er ist zu dreckig, um ihn lesen zu können. Alles klar. Was ist das hier? Wir rennen irgendwo noch. Oh, wartet mal. Da unten ist noch was. Alles klar. Ist das hier doch? Zombie auf jeden Fall. Hinter dem Gitter ist ein Indigo... Indigo-blauer Kartenleser. Schieß drauf. Alles klar. Geil, wir spielen Steve, Freunde. Was ist das hier? Ein Gerät für die Ventilatoren. Es wurde scheinbar sehr häufig benutzt. Ah. Alles klar. Geh da nicht rein. Coole Szene gerade. Bei Überlastung kann die Sicherung rausspringen. Dann den Hebel wie auf der Karte umlegen. Aha. Der Ventilator wird dadurch wieder aktiviert. Ja, dann. Geh mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Keine wirkliche Ahnung, Freunde. Sind auf jeden Fall noch... Ach, guck mal, was haben wir denn da oben? Prüf mal bitte das Foto. Ach, ein Familienfoto. Schaut euch das mal an. Steve und seine Eltern sind abgebildet. Ah, wie geil. Erinnert mich gerade ein bisschen an Ada. An die Ada-Szene bei Resi 2. So, wo sind wir jetzt hier wieder gelandet? Was ist das jetzt hier schon wieder? Was zur... Pistolenpatronen sind in dem Mund. Ah, okay. Das heißt, wir kommen hier auch mit Claire hin. Alles klar. It was dirty work, but this area is now clean. Ah, da ist er ja. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going.
Hinter dem Steve scheint mehr zu stecken, als wir erst vermutet haben, wa? Gut. Hinter dem steckt echt mehr, als wir vermutet hatten. Na gut. Kann man jetzt hier nochmal runter? Ich muss Steve folgen. Och Leute, ich möchte gerne diese ganze Modi da... Kartenlöser. Rollladen ist zu. Ich möchte gerne die Muni da mitnehmen. Was sind wir denn jetzt schon wieder? Ah, okay. Gut. Folge Steve, Claire. Folge Steve. Folge ihm. So. Alles klar. Was ist denn das hier? Was... Von hier aus kann ich nicht hinuntersteigen. Alles klar. So, da ist er doch. Oh Gott! Was ist das denn? Claire, are you okay? Steve, behind you! No. Was ist mit dir? Schieß doch. What's wrong, Steve? Shoot him. Ja. Wait. I can't. No. Steve. Steve. Ach du Scheiße. Eieiei. Father. 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 Dad, I used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. Oh mein Gott, Freunde, was für eine krasse Storywendung. Also, ja, Steves Vater hat für Umbrella gearbeitet und die haben ihn quasi erwischt. Steves Vater, er ist offensichtlich tot. Ja, Freunde, und die haben ihn erwischt und haben ihn auch hierhin gebracht und hat wohl spioniert, was Umbrella angeht. Und ja, jetzt musste Steve ihn leider töten, weil er halt ein Zombie war. Es wird repariert. Ich kann es so nicht fahren.
Mein Gott, Steve, ich sollte ihn alleine lassen. Das machen wir. Ich denke mal, Freunde, wie es hier weitergeht, sehen wir dann auch beim nächsten Mal. Das war jetzt gerade schon ein ziemlicher Storybrocken, muss ich sagen. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.